Ah, fuck. Egal. Das war wasted, praktisch die Attacke. Einmal ja aufgepasst. Tsiana sollte eigentlich auf Vibrava gehen. Aber gut. Rasierblatt hat es aber trotzdem nicht gemacht. Auf Vibrava. Das ist natürlich jetzt Müll. Ja. Hector. Diese. Tag. Ja. Können wir halt eigentlich nichts machen. Weil das Rufen bringt halt nichts. Also hier Blatt trifft ja halt nicht. Da Vibrava ja so als letztes dran ist, ist halt. Ja. So, jetzt ist aber. Jetzt hat es aber ausgespielt. So. Sehr schön. Dünn. Der Nate. Ich bin am Ende. Nein. Ja, mit dem Geld auf jeden Fall vielleicht. Siehst du, ich will mal gucken, wie viel Geld ich habe. Ich habe verloren. Das ist wirklich das Ende meiner Karriere. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ich habe bis jetzt ja lange nichts mehr ausgegeben. 36.000. Ja, wäre schön, wenn man in Real Life so Geld verdienen würde, ne? Ja. Passt. Anscheinend haben wir dich ein wenig unterschätzt. Das war sicher ein Fehler. Aber es war auch ein Fehler, von dir hierher zu kommen. Naja, das werden wir sehen. Misa, Misa. Misa Hanamane aus Death Note. Durch Death Note wieder gucken. Ja. Was machen? Aber wir Psyana jetzt natürlich cool. Obwohl, wir haben ja Traum von jedem Psy-Strahl. Dementsprechend passt es ja auch. Psycho gegen Gift. Body Slam. Mal. Aber interessant, dass man halt in der Kampfszene hier halt die noch andere Trainer auf den Plattformen stehen sieht. Weil dass sie das halt weggemacht haben. Oder Knecht? Okay. Gift gegen Pflanze. Ja. Das ist natürlich Schmutz. Die Vergiftung ist gut, warte ab. Hat sie den Body Slam und Duster und kann aufgrund von Folterknecht der Attacke nicht zweimal hintereinander einsetzen. Ja, machen wir halt Spukball. Sollte eigentlich reichen, um Morgan rauszunehmen. So. Irrlicht. Na gut, Spukball geht ja so auf den anderen. Das andere Pokémon auch Schmoggern. Schmoggern ist weg. Mal gucken, ob voll. Wie lange. Die Frage ist halt, wie lange wirkt so ein Voll der Knecht? Wirkt es halt wirklich nur, solange Hunduster auf dem Spielfeld ist, oder ist es dann länger? Oh, Body Slam. Mal. Body Slam ist einfach schon echt stark. Muss man mal lassen, also. Jani hat an sich drei gute Attacken, Synthese, um sich halt komplett zu heilen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt komplett eine Heilung ist. Rasierblatt. Body Slam. Wie auch immer. Also Meganie wird auf jeden Fall noch EP bekommen. Und Kilia. Okay. Weil das ist halt auch so.
einfach mal an S. Slam. Weil müssen wir so rumbauen. Okay, keine Wirkung. Das ist natürlich unlucky. Aber gut, volle Knechte erlaubt ja die Attacke halt einzusetzen, aber nicht zweimal hintereinander. Gesichter. Dann bist du halt Rasierblatt. Die Blatt. Weil es jetzt eigentlich nicht so das, was man jetzt haben möchte. Geist. Oh ja. Dann kommt Psy-Strahl noch hinterher. Und damit sollte auch das Wirrlicht nicht so sein. Immer komplett blatt. Ach, fast Level 36. Traumfugi 35. Und denn? Wie konnte man nur verlieren? Ja, indem man halt nicht stark genug ist. 1480. So ein Krypto-Knecht. Ich nenne es lieber Krypto-Member. Ist eigentlich auf dem Endzeichen, dass es halt nicht mehr lange dauert bis zum Boss. Ich hätte besser erst gar nicht kämpfen sollen. Ich nehme meine Pokémon hier aus. Ja, ein bisschen verletzt, ne? Abgesehen von Migane geht's eigentlich. Na gut, aber Beleber und so, das brauche ich eigentlich erst später. Er nutzt doch die Zeit, kannst du es ja rausschneiden, kurz zurückrennen, wieder heilen und wieder her. Oder tauscht halt die Pokémon aus. Den würde ich nämlich ganz gerne noch so mitnehmen. Ampharos braucht zum Beispiel noch Level. Ja, das passt schon. Wenn Migania einen... Ah, da hinten ist er. Ich muss so zurück. Da hinten ist der Dude. Das heißt, es passt so oder so sehr, sehr gut. Toll, dass du es bis hierher geschafft hast, aber weiter kommst du leider nicht. Ja, ja. Ich werde dich in die Boden stampfen. Das glaube ich nicht. So. Der Argonas. Remember? Nicht. So. Migani muss einfach nur einmal Rasierblatt landen. Das andere passt schon. Alles andere ist schon okay. Hier, Psy-Strahl. Und einmal... Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Dass Migani vielleicht einen zumindest noch mitkriegt an EP, dass es auf 36 ist. Wird auf jeden Fall dann beide sogar noch mitbekommen. Ah nee, Kleinstein wird die Attacke... Was? Auch ernsthaft? Ein Müh. Hat wirklich ein Hauch von gefehlt. Ja, dann scheint das Finale ein. Finale, oh. Ja, das ist halt genauso eine ekelhafte Attacke. Schade, Migania nicht auf 36 gekommen. Gutes aber. Aufgier hat darauf interessanterweise keine Wirkung. Dann Dame ist halt kurz vom Umkippen. Ja, könnte vielleicht ein Fehler sein mit Ampharos, aber Ampharos soll halt auch ein bisschen EP bekommen. Dass wenigstens auf 33 kommt. Psy-Strahl bzw. Traufugi ja so schnell ist. Sollte Psy-Strahl reichen gegen Sandame, sodass Ampharos wirklich gar nicht in Erscheinung treten muss. Aber Ampharos auf 33. Sehr schön. So. Jetzt gehen wir nämlich zurück. Wieso bist du nur so wahnsinnig stark? Weil ich gut bin. Naja. Weil ich halt deine Typschwächen ausgenutzt habe. Sagen wir es mal so. Weil ich gut bin. Jo. Du hast zwar gegen mich gewonnen, aber freu dich nicht zu früh. Drakim wird dir schon zeigen, wer der bessere Trainer ist. Das sehen wir dann. Und da werde ich hundertprozentig verlieren und da... Das könnte nämlich tatsächlich dauern.
Da werdet ihr so den ersten größeren Schnitt dann sehen. Also ich werde vielleicht im First... Nein, ich glaube nicht, dass ich First Try tue. Weder den Catch, also den Fang, noch das... den Kampf. Kampf vielleicht mit ganz, ganz viel Glück. Aber ich glaube nicht, dass ich sofort den Fang in 1 kriege. So. Ja, komm her. Hier den Kram. Also ich habe Hypertränke, 3 Stück habe ich, hab einen Beleber, das ist okay, das passt. So. Speichern. Jetzt wird es, wie gesagt, interessant. Der Spielstand wird gespeichert, oder wurde gespeichert. Und wenn wir den, glaube ich, nämlich durch haben, also besiegt haben, den Rakim, ist der Duellbag auch erstmal wieder fertig, glaube ich. Generell fertig, denn es ist halt nur noch ein normaler Duellbag, wo man halt trainieren kann. So. Dann laufen wir mal wieder hoch. Also, ich hatte es ja, glaube ich, schon mal gesagt, also wenn meine Pokémon-Level, die Level der Pokémon irgendwann nicht ausreichen, dann will ich natürlich offscreen mal so nebenbei mal trainieren, sei es Duellberg, sei es Kolosseen. Alles rum dran. Oh, und weiter hoch. 8, 9 haben wir Rakim und gespeichert hatte ich ja. Genau, da ist nämlich das Tor, was ich meinte, was dann zum nächsten Level führt. So, du willst sie mir also immer noch nicht geben. Pah, ich will nicht, wer nicht hören will, muss fühlen, sag ich nur. Wie feige, nicht im offenen Kampf anzutreten. Aha, feige, du denkst doch nicht, du hättest eine Chance gegen mich, du Wurm. Dabei hättest du mir einfach nur die Zeitflöhe geben müssen. Das hätte dir Leid erspart und mir Zeit und Nerven. Aber egal, dann nehmen wir dich ganz einfach mit in Kulpas Labor. Grüß. Moin. Wer seid ihr denn? Was treiben eigentlich meine Leute da unten? Wie du aussiehst. Ach so, du bist der Typ, der am Sanktuarium von Celebi gegen Eokapa gekämpft hat. Und jetzt willst du dich mir in den Weg stellen? Mir, Drakim? Das soll wohl ein Witz sein. Ich werde dir deine Mätzchen schon austreiben, du albe Portion. So. Und das ist erstmal ein zweiter Vorsitzender. Neben die Queen haben wir Drakim. Naja. Und die Queen war ja echt entspannt, muss man dazu sagen. Aber jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Alleine ist Metang, weil ich habe halt nichts gegen Stahl. Man könnte eigentlich mal nachgucken, was gegen Stahl ist. Ich weiß nur Feuer. Schlag. Rasierblatt. Ich weiß gar nicht, ob der Trinko oder sowas einsetzt. So, Geowatz ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell weg. Protekel. Barblue fort. Metang. Stahl. Nehmer Traumfugier mit Psystrahl. Psystrahl, Metang und Rasierblatt. Naja, auf beide halt. Nee. Ich hab wie gesagt kein Feuer. Geowatz ist auf jeden Fall weg. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht so das Problem. So, Migani ist auf jeden Fall jetzt 36. Das ist schon mal gut. Aufugier steigt noch. Kamerup. Jetzt ist das Pokémon, das ich jetzt haben möchte. Und Traumfugier. So, Psystrahl funktioniert nicht. Hier haben wir mal Spukball. Geblatt. Wird wahrscheinlich gegen Krabbe nicht ganz so gut sein.
Bodenfeuer. Ja. Aber gut, egal, das passt schon. Okay, Spukball ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser.